Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 22. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen im Südosten des Donbass, wo der russische Druck aktuell am höchsten ist. Mehr als 350 Bodenangriffe unternahm das russische Militär in der letzten Woche nur an diesem Abschnitt. Kein Wunder, dass die ukrainischen Streitkräfte hier Probleme haben. Einige Probleme haben dabei ein paar ukrainische Soldaten von diesem Abschnitt angesprochen, die ich kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Ein ukrainischer Offizier der 46. Brigade erklärte kurz, warum seine Einheit sich stetig in westlicher Richtung zurückzieht. Grund dafür ist das Ausbleiben von Rotation, wobei die an der Front stehenden Soldaten erschöpft und demoralisiert sind. Als Beispiel nennt er einen Soldaten aus seiner Einheit mit dem Kampfnamen England. Er kämpfte seit Beginn des Krieges ständig an vorderster Front, ob in Cherson, Robotyne, Soledar oder vor Kurachowe. Der betroffene Soldat war zuletzt stark erschöpft und wollte einen Fronturlaub bekommen. Diesen bekam er jedoch von seinen Kommandeuren nicht genehmigt. Letztlich hat er einfach seine Position aufgegeben und ist gegangen, so der ukrainische Offizier. Ein Unteroffizier der 46. Brigade sprach die Rotation ein wenig genauer an. Er sagt, dass einzelne Soldaten bis zu 3 Monate am Stück an der Front verbringen, ehe sie rotiert werden. Vor einem Jahr betrug die maximale Verweildauer an der Front noch bei einem Monat, im ersten Kriegsjahr bei etwa 4 Tagen, so der ukrainische Unteroffizier. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer an der Front am Abschnitt Kurachowe beträgt laut einem anderen ukrainischen Militärblogger aktuell 25 Tage. Mit ein Grund, warum es seltener zur Rotation kommt, ist die massive Präsenz russischer Drohnen, die das Fortbewegen ukrainischer Einheiten einschränken. Ein ukrainischer Soldat der 119. Brigade der Territorialverteidigung berichtet von einem deutlichen personellen Vorsprung des russischen Militärs. So sollen die russischen Streitkräfte eine Überlegenheit am Boden von 3 zu 1 haben. Der Soldat berichtet, dass die Russen Gott sei Dank keine genauen Informationen darüber haben, wie schlecht das ukrainische Militär an manchen Stellen besetzt ist. Das waren alles Aussagen von ukrainischen Soldaten, die vor der Stadt Kurachowe kämpfen. Unter diesen Bedingungen müssen die ukrainischen Streitkräfte trotzdem den russischen Truppen gegenüberstehen, was ohne den Verlust von Gelände nur schwer möglich ist. Die russische 36. Schützenbrigade greift mit Unterstützung der 14. Spetsnaz-Brigade weiterhin in Richtung der Siedlung Bochojawlinka an. Truppen der Verbände stürmen aktuell diese ausgebauten Stellungen südöstlich des Dorfes. Das zeigt eine aktuelle Drohnenaufnahme. Auf Basis der Drohnenaufnahme wurde die graue Zone in westlicher Richtung vergrößert. Mögliche russische Geländegewinne werden überprüft. Diese werden wir dann in den nächsten Tagen behandeln. Etwas nordöstlicher konnten Teile des russischen 68. Armeekorps die ukrainischen Streitkräfte vom Dorf Wodjane wegdrücken. Nördlich der Kohlemine Nummer 3 gelang dem russischen Militär das Bewegen der Frontlinie um bis zu 300 Meter in nördlicher Richtung. In westlicher Richtung wiederum konnten russische Einheiten um etwa 1 Kilometer vorrücken und dabei diesen Waldstrich fast vollständig sichern. Somit kann das russische Militär nach und nach die Front vom besetzten Dorf Wodjane wegbewegen. Südlich der Schlucht vor Katerinjewka gelang russischen Einheiten ein Vorrücken um bis zu 1,5 Kilometer entlang der Gewässer in Richtung der Siedlung Jelisawetjewka. Dabei erreichten russische Einheiten diesen Waldstrich und fassten auch direkt an diesen Gewässern Fuß. Während Teile des russischen Militärs noch die Siedlung Katerinjewka stürmen, greifen parallel dazu andere Einheiten bereits das Nachbardorf Jelisawetjewka an. Auf Basis dieser russischen Geländegewinne wurde der Frontverlauf angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die russischen Streitkräfte haben damit die Angriffe auf die Siedlung Jelisawetjewka definitiv gestartet. Inzwischen konnten russische Einheiten ein wenig im offenen Gelände zwischen den 2 Siedlungen Kostjantynowka und Katerinjewka aufrücken. Betroffen ist dabei dieser Bereich direkt an der südwestlichen Grenze von Kostjantynowka. Die russische Infanterie konnte dabei an diesen 3 Waldstrichen in nördlicher Richtung aufrücken.
Der Frontverlauf wurde hier folglich ein wenig angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Das ukrainische Militär hat dieses Gelände inzwischen definitiv verlassen. In den nächsten Tagen wird die russische Infanterie dort vermutlich aufrücken können. Wir machen weiter direkt vor der Stadt Korachowe. Westlich der letzten Woche besetzten Siedlung Maximilianjewka konnten Teile der russischen 150. Division im Dacha-Gebiet Fuß fassen. Es wurde hier ein russischer Vorstoß um bis zu 700 Meter in westlicher Richtung registriert. Erst gestern haben wir besprochen, dass die russische Infanterie in diesem Teil des Dacha-Gebiets bereits eine russische Flagge hissen konnte. Auch dieser Bereich wurde der roten Zone hinzugefügt. Insgesamt haben wir damit im Vergleich zum Vortag einen russischen Vorstoß um etwa 1,5 Kilometer in westlicher Richtung. Auch zwischen dem Dorf Maximilianjewka und dem Straflager von Zelidowe konnte die russische Infanterie aufrücken. Dementsprechend wurde zwischen diesen beiden Objekten bzw. Siedlungen der russische Kontrollbereich vergrößert und die Frontlinie begradigt. Der Frontverlauf wurde also an diesem Abschnitt angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt insgesamt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Russische Einheiten stürmen aktuell mit Hilfe von gepanzerter Kampfausrüstung in Richtung der Stadt Korachowe. Die ukrainische 46. Brigade konnte bereits an diesem Abschnitt des Dacha-Gebiets russische Einheiten treffen, woraufhin die graue Zone in westlicher Richtung vergrößert wurde. Bei der aktuellen Dynamik werden die ersten russischen Einheiten zeitnah die Stadt erreichen können, zumindest den östlichen Teil der Stadt, der südlich dieses Flussastes liegt. Genau das ist laut ukrainischen Angaben auch die Absicht des russischen Militärs. Den östlichsten Teil der Stadt auf der anderen Seite des Flussastes hat das ukrainische Militär inzwischen aufgegeben. Die russische Infanterie fasst dort aktuell Fuß. Wir können davon ausgehen, dass dieser Bereich zeitnah in die rote Zone fallen wird. Objektive Hinweise von russischer Präsenz in diesem Gebiet gibt es erstmal nicht. Lediglich die graue Zone wurde damit vorläufig vergrößert. Wir machen weiter am Frontabschnitt Pakrovsk, wo wir kurz die Lage in der Stadt Zelidowe ansprechen. Ukrainische Militärblogger melden eine sehr schwierige Situation in der Stadt Zelidowe. Nachdem die russischen Streitkräfte mühsam an die Stadt aufrücken konnten, gelingt ihnen nun ein aktives Vorrücken in den Wohngebieten der Stadt. Laut einem ukrainischen Militärblogger konnte die russische Seite zum heutigen Morgen sogar die Hälfte der Stadt besetzen. Als Grund für einen Zusammenbruch der Verteidigung nennt der ukrainische Militärblogger den Mangel an Personal. Es gibt einfach niemanden, der Widerstand leisten kann. Weshalb eine russische Gruppe nach der anderen sich von Haus zu Haus in westliche Richtung bewegen kann. Bisher gibt es keine genauen Hinweise dafür, wie groß das Stück der Stadt ist, welches unter russischer Kontrolle steht. Gemäß der Aussagen des ukrainischen Militärbloggers kontrolliert das russische Militär aktuell in etwa diesen Teil der Stadt. Da es dazu aber keine objektiven Hinweise gibt, wurde der Frontverlauf erstmal nicht angepasst. Ich denke, bis morgen wird es genauere Details geben. In der Siedlung Lesivka vor der Stadt Pakrovsk wurde eine kleine russische Bewegung registriert, woraufhin der Frontverlauf angepasst wurde. Im Vergleich zum Vortag fällt hier dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Die russische Infanterie versucht unter massivem Widerstand der ukrainischen 25. Luftlandebrigade tiefer in der Siedlung Lesivka vorzurücken. Weitere Neuigkeiten am Frontabschnitt Pakrovsk werden zum heutigen Tag nicht registriert. In der Stadt Toretsk wurde eine kleine Anpassung vorgenommen, was den Abschnitt, was das östliche Viertel von Toretsk betrifft. Eine aktuelle Drohnenaufnahme zeigt, dass die russische Infanterie sich bereits in diesem Wohngebäude verschanzen konnte. Dementsprechend wird hier ein russischer Vorstoß um bis zu 150 Meter in westlicher Richtung festgestellt. Kleine Korrektur an der Stelle, es waren nicht 150, sondern etwa 100 Meter. Im Vergleich zum Vortag fällt somit dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Auf die aktuelle Situation in der Stadt Toretsk werde ich in den nächsten Tagen noch einmal ein wenig genauer eingehen. Zudem werden wir besprechen, mit welchen Kräften die russischen Streitkräfte aktuell die Stadt stürmen. Und damit verlassen wir den Donbass in Richtung der russischen Region Kursk. Schwere Kämpfe finden weiter am Straßenabschnitt Sudscha-Karjanowo statt. Umkämpft werden dabei die zwei uns bekannten Dörfer Novo-Ivanovka und Zelione Schlyach.
Beide Seiten unternehmen ständig Angriffe mit gepanzerten Kampffahrzeugen. Auf der russischen Seite sind das Teile der 106. Division und der 155. Marinebrigade. Auf der ukrainischen Seite die ein wenig erholte 47. Mechanisierte Brigade und die 36. Marineinfanteriebrigade. Die ukrainischen Streitkräfte setzen dabei eine ähnlich große Anzahl verschiedener Kampffahrzeuge ein, darunter auch Abrams Kampfpanzer. Russische Militärblogger sprachen am heutigen Tag von der Erbeutung eines ukrainischen Schützenpanzers des Typs Bradley M2. Trotz der schweren Kämpfe und gegenseitigen Angriffen kann keine der beiden Seiten die Oberhand gewinnen. Es kommt hier weiter zu sehr schweren Kämpfen mit entsprechend hohen Verlusten für beide Seiten. Das ukrainische Militär will auf jeden Fall an den zwei Siedlungen Nowoiwanowka und Zelyony Schlach festhalten. Laut Angaben der ukrainischen Zeitung RBK hat der Kreml den Befehl gegeben, die Kursk Oblast bis zum 1. Februar 2025 zurückzuerobern. Zuvor soll der Kreml angeblich geplant haben, die ukrainischen Streitkräfte bis zum 15. Oktober dieses Jahres vom eigenen Territorium zurückzudrängen. Bis zum 25. Februar 2025 soll das russische Militär außerdem damit beauftragt worden sein, eine Pufferzone auf dem ukrainischen Territorium im Bereich der Stadt Sumy zu schaffen. Das berichtete eine Quelle gegenüber der ukrainischen Zeitung RBK. Insgesamt hat die russische Militärführung dazu eine Gruppierung von 40.000 Mann herangezogen, die in den kommenden Wochen mit Soldaten aus Nordkorea verstärkt werden könnten. Apropos Nordkorea, es tauchten neue Videos auf, die koreanische Soldaten auf einem russischen Trainingsgelände zeigen. Das Video ist ebenfalls auf dem Trainingsgelände in der Siedlung Serhijewka im fernen russischen Osten entstanden. Es handelt sich dabei um die Militäreinheit 44980 der russischen 127. motorisierten Schützendivision. Der Kasernenkomplex ist lokal der modernste und wurde erst vor 2 Jahren im Juli 2022 eröffnet. Laut Angaben der Zeitung Newsweek könnte Südkorea als Antwort auf die Entsendung nordkoreanischer Truppen eigene Truppen in die Ukraine schicken. Medienberichten zufolge würde südkoreanisches Personal die ukrainischen Streitkräfte bei der Befragung nordkoreanischer Kriegsgefangener unterstützen, außerdem ukrainische Truppen ausbilden und in nordkoreanische Kampfmethoden einführen. In der letzten Nacht unternahmen die russischen Streitkräfte einen Drohnenangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden insgesamt 60 Angriffsdrohnen, hauptsächlich vom Typ Shahid-136, wobei auch unbekannte Drohnen am Angriff beteiligt waren. Die ukrainische Luftabwehr war in den Regionen Sumy, Kharkiv, Tscherkassy, Dnipro, Saporischschja, Donetsk, Mykolaiv, Cherson und Odessa aktiv. 42 der 60 Drohnen konnten abgeschossen werden, die meisten davon in der Region Sumy. 10 Drohnen stürzten anderweitig ab, eine Drohne flog nach Weißrussland und 3 weitere Drohnen kehrten auf das russische Territorium zurück. Eine Drohne befand sich zum Zeitpunkt 9 Uhr morgens noch in der Luft. Was mit dieser geschehen ist, bleibt ungeklärt. Trotz dem Abschuss der meisten Drohnen melden die ukrainischen Luftabwehrkräfte heute Tote und Verletzte in der am stärksten attackierten Stadt Sumy. Die örtliche Verwaltung meldete konkret 3 Tote in der Stadt, nachdem eine Drohne ein Wohnhaus getroffen hat. Dieses Bild zeigt den Trümmerhaufen in der Stadt als Folge des Angriffs. Die ukrainischen Luftstreitkräfte attackierten heute wieder industrielle Objekte auf dem russischen Territorium. Betroffen war zunächst die Stadt Jefremow in der russischen Region Tula. Die Stadt befindet sich im südlichen Teil der Region Tula, südlich der Hauptstadt Moskau. Augenzeugen berichteten von einem ukrainischen Angriff auf das örtliche Umspannwerk. Entsprechendes Bildmaterial zeigt, dass dort ein Feuer ausgebrochen ist. Entschuldigung. Das betroffene Umspannwerk wurde definitiv beschädigt. Der Gouverneur der Oblast Tula klärte später auf, dass in der Stadt auch eine Chemiefabrik getroffen wurde. Das Objekt befindet sich in der Nähe des betroffenen Umspannwerks. Laut Aussagen des Gouverneurs wurden in der Region Tula neben dieser Chemiefabrik noch eine weitere Chemiefabrik angegriffen. Die Folgen dort sind jedoch nicht ersichtlich, entsprechendes Bild- oder Videomaterial gibt es nicht.
Außerdem attackierten ukrainische Drohnen eine Biochemiefabrik in der Stadt Rasgazowa, die in der Region Tambow liegt. Die betroffene Stadt befindet sich direkt östlich der Regionshauptstadt Tambow. Augenzeugen berichteten von Drohnen, die sich der Chemiefabrik näherten. Nach Explosionen brach auch dort ein Feuer aus. Die Fabrik dient laut ukrainischen Angaben dem russischen militärisch-industriellen Komplex. Sie soll mehr als 500 russische Unternehmen beliefern, darunter Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen direkt beteiligt sind. Hervorzuheben ist, dass die drei Fabriken allesamt auch Alkohol herstellen. Neben den drei Chemiefabriken in den Regionen Tambow und Tula wurde auch in der Region Woronesch eine Chemiefabrik attackiert, dazu gibt es aber keine genauen Details. Auch entsprechendes Bild- bzw. Videomaterial gibt es dazu nicht. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Tagen die Angriffe auf russische Chemiefabriken deutlich verstärkt haben. So viel zur aktuellen Situation in der Ukraine. Ich hoffe, ich konnte Sie mit den wichtigsten Geschehnissen des heutigen Tages versorgen. Wenn ja, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben unter dem Video da. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.